Servus Leute und herzlich willkommen an diesem wunderschönen Tag bei einem neuen Testvideo hier auf meinem Kanal. Heute geht's weiter mit einer weiteren, ich habe es letztes Mal schon angekündigt, dass wir jetzt das ein bisschen durchziehen. Rittersport, nämlich aus der Nussklasse. Heute nämlich die Rittersport Nussklasse ganze Mandel. Da haben wir das Ganze, habt ihr auf dem Thumbnail eh schon gesehen. Also, kommen wir erstmal zum Cover. Wir haben klassisch den Rittersport in der Mitte. Hier auch, wie bei den ganzen Nussklassen, die Schokolade so bis hier runter gezogen. Und die Rückseite kann man sehen, wie schön da noch die Stücke verteilt sind. Das kriegt Rittersport sehr gut hin. Nussklasse von Rittersport kann ich als Schokolade echt empfehlen. Nicht gesundheitlich, aber schmeckt gut und ist immer noch besser als die meisten reinen Vollmilchschokoladen mit irgendwelchen Joghurtpulvern und sonst was. Naja, ganze Mandel, wieder in diesem schönen Schriftzug mit sonnengereiften Mandeln aus Kalifornien. Gut zu wissen, woher die auch noch kommen gleich. Nussklasse. So, seitlich haben wir das gleiche. Ganze Mandel. Sehr schön. Kommen wir zur Rückseite. Wir haben zertifizierten Kakao. Wir haben quadratisch praktisch gut. Wir haben das patentierte Nickpack. Wir haben ein Familienunternehmen seit 1912. Alles Rittersport-typisch. Was wollen wir sonst? Wir haben es produziert. Ich weiß es schon alles auswendig. Von der Alfred Ritter GmbH und Co. KG aus 71111 Waldenbuch. Schöne Grüße an alle aus Waldenbuch. Ich hoffe, ich habe nichts Falsches gesagt, aber scheint alles richtig zu sein. Sehr schön. Wir haben 100 Gramm. Wir haben von der Rainforest Alliance Certified Cocoa, also halt zertifizierten Kakao von der Rainforest Alliance, die Regenwälder schützen will. So, durchschnittliche Nährwerte je 100 Gramm. Sehr interessant auch ganze Mandel. Wir hatten schon mal ganze Vollnuss auf dem Kanal getestet und eben jetzt als letztes Video die weiße Vollnuss. Genau, das sind Haselnüsse. Und die haben jetzt das erste Mal auf dem Kanal eine Mandelschokolade. Finde ich auch ganz cool. Wir haben 2327 Kilojoule bzw. 559 Kilokalorien. So, Fett 37 Gramm, davon gesättigte Fettsäuren 14 Gramm. Man merkt auch hier nur wegen den Nüssen leichte Unterschiede, aber auch nichts Weltbewegendes, weil beides auch sehr fettlastige Produkte sind, sowohl Kakao wie auch die Nuss im positiven Sinne. Dann haben wir Kohlenhydrate 45 Gramm, davon Zucker 44 Gramm, auch wie eine Nussschokolade, Vollmilchschokolade typisch. Eiweiß haben wir 9,8 Gramm in einer Schokolade. Leute, ganze Mandel, also wirklich, wer zum Sport oder so, am besten noch als Zartbitter, aber geil. Okay, ist weniger Gramm, weil weniger Milch, Eiweiß, aber naja. Salz haben wir 0,14 Gramm, bisschen weniger als in der vom letzten Video. Ja, relativ schokoladentypisch. Hier finde ich, sticht halt sehr heraus die 9,8 Gramm Eiweiß. Das finde ich heftig, das wusste ich selber noch nicht. Also 9,8 Gramm, ihr wisst Bescheid. Vollmilchschokolade, kommen wir zu den Zutaten. Wir haben eine Vollmilchschokolade mit ganzen Mandeln, 25%. Kakao, 30% mindestens im Schokoladenanteil. So, kommen wir zu den Zutaten jetzt eben. Wir haben als Hauptzutat Zucker. Als zweite Zutat, das finde ich bei den Rittersport bisher ganz cool, immer die Nussart, mal direkt die zweite Zutat, haben wir Mandeln. Als dritte Zutat Kakaobutter. Geil, schon mal von drei Zutaten zwei, nice. Dann haben wir vierte Zutat Kakaomasse, auch geil. Weil wir eine Vollmilchschokolade haben, ist da natürlich auch noch was Vollmilchpulver drin. Finde ich nicht so gut, aber ist nun mal drin. Als nächstes Laktose und danach Magermilchpulver. Drei verschiedene Milchzucker letztendlich. Na. Dann haben wir Butterreinfett und als vorletzte Zutat und als letzte haben wir Emulgator, Sojalecithin. Ach, da ist nicht mal extra Salz hinzugefügt oder so. Na gut, Sojalecithin auch nicht nachhaltig. Schätze ich halt mal höchstpersönlich, aber wenn sie es nicht draufschreiben, so. Ich meine, wenn sie es schon machen und dafür extra noch mehr Geld zahlen würden, so würden sie es ja auch draufschreiben. So, kann Spuren von Erdnüssen und anderen Schalenfrüchten gleich glutenhaltigem Getreide und Ei enthalten. Wunderbar. Gut, Zutaten, ja, was soll ich sagen, die Mandeln, die Kakaobutter, Kakaomasse, geil. Sojalecithin neutral, Butterreinfett neutral, Zucker, Vollmilchpulver, Laktose, Magermilchpulver, gar nichts für den Körper. Deshalb gebe ich hier auch am Ende eine, ich weiß nicht, warum ich jetzt hier höflicher bin als in der letzten, weil wir hier, glaube ich, noch Kakaomasse drin haben, aber ich gebe hier eine 4. Gesundheitlich keine Empfehlung, aber trotzdem echt viel cooler als die meisten. Also echt cool, ich finde es cool. Wer findet es cool? Ich finde es cool. Kommen wir zur Geschmacksnote. Vielleicht haut die ja was raus. Hier hole ich mal so einen Block raus. Von oben relativ typisch. Du kannst da und da ein bisschen Nuss durcherkennen, aber klassisch Rittersport Vollmilchschokolade könnte man jetzt auch denken von oben. Aber wenn man das Ganze von unten anschaut, dann sieht man schon die ganze Mandeln. Und wir haben ja auch ganze Mandel. Hier muss ich sagen, auch da und da sieht man mal, das ist keine ganze Mandel, aber im Schnitt haben sie ganze Mandeln drin. Ich finde es echt faszinierend. Brechen wir mal ein Stück ab. Brechen wir mal noch ein Stück ab. Wir nehmen, komm, da ist ein bisschen mehr Nuss.
Wir nehmen die hier, so sieht das Ganze von der Seite aus. Sieht man auch schön die Mandel, wie sie mit abgebrochen ist. Und wir kommen jetzt zum Geschmackstest der Rittersport volle Mandel. Mandel voll. Volle Mandel. So, let's go. Leute, jetzt mal for real. Geschmacksnote, tschüss. Jetzt mal for real. Geschmacksnote. Gibt es hier auch eine 1? Weil das schmeckt so geil. Und noch dieses Knusprige mit in dieser eh schon leckeren Vollmilchschokolade. Habe ich auch bei der Alpenmilch gesagt, die ist echt lecker. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Kriegt eine 1. Auch da leicht zu süß. Sonst eine 1 plus. Aber echt gut. Echt gut. Die Hälfte an den Pulvern. Hälfte an Laktose, Hälfte an Vollmilchpulver, Hälfte an Magermilchpulver. Ich glaube, das wäre eine 1 plus. Und Hälfte an Zucker. Nee, ein bisschen Zucker kann man auch schon lassen. Aber wow. Also Rittersport, volle Mandel. Kriegt eine 1 in der Geschmacksnote, eine 4 in der Gesundheitsnote. Leider am Ende keine Empfehlung. Aber auch hier geschmacklich. Leute, wer Vollmilchschokolade und wer Nuss mag, muss dazu greifen. Wer nur Schokolade mag und nur ein bisschen Nüsse, muss dazu greifen. Das ist so geil crunchy, wenn du in dieses Stück beißt. Und du hast nicht nur diese zerfließende Schokolade, sondern du hast noch diese knackige Nuss da drin. Ich find's geil. Hat schon seinen Grund, weshalb sie ihre eigene Nussklasse so erweitert haben. Eine gute Rittersport, guter Marketing-Move auf jeden Fall. Aber auch alles richtig gemacht, weil es schmeckt auch einfach nice. Geil. Also Leute, keine Empfehlung leider. Ich hoffe trotzdem, es wird euch gefallen. Ich konnte euch ein weißes Produkt vorstellen. Hier, Rittersport, volle Mandel. Ganze Mandel. Noch zum Glück nochmal drauf geschaut. Und wir sehen uns dann beim nächsten Testvideo. Ich freue mich über die Bewertung. Lasst einen Daumen nach oben da, wenn es euch gefallen hat. Lasst einen Daumen nach unten da, wenn es euch nicht gefallen hat. Ich freue mich über einen Kommentar. 90% meiner Zuschauer sind noch keine Abonnenten. Spaß. Folgt mir, wenn ihr wollt. Wenn nicht, dann nicht. Ist alles natürlich kostenlos. Und ansonsten sehen wir uns dann beim nächsten Video. Ich wünsche euch was. Ciao, ciao.